So, herzlich willkommen, liebe Freunde von Die Hahn. Ich möchte heute mit euch ein neues Let's Play beginnen. Ich weiß, ich habe es ein bisschen zu spät angefangen, aber ich muss ganz klar sagen, nachdem ich dieses Spiel angespielt habe, wusste ich ganz genau, dass ich von diesem kurzweiligen Actionspiel ein Let's Play machen möchte. Dieses Spiel bietet pure Unterhaltung, auch wenn die meisten Bewertungen im Internet nicht ganz so positiv sind. Meiner Meinung nach für YouTube ein perfektes Spiel. Es ist kurzweilig, es ist actionlastig, es sieht super geil aus und ich als Kommentator kann euch da wahrscheinlich auch noch ordentlich was zur Unterhaltung beitragen. Also, der für mich bislang höchste Schwierigkeitsgrad wird ausgewählt. Centurio. Und dann wollen wir nun anfangen. Es kann losgehen. Und nochmal ganz kurz zum Anspielen kann ich sagen, ich habe es eine halbe Stunde gespielt. Ne? Nicht durchgespielt oder sonst irgendwas, sondern eine halbe Stunde. Ich glaube, das erste Kapitel und das war's. Und das ist relativ kurzweilig. Aber jetzt bin ich leise. Denn gleich steigen wir ein. Jegliche Ingame-Szenen, die uns in diesem Spiel präsentiert wurden, sind in der Ingame-Grafik. Also das Spiel sieht 1:1 aus wie das, was wir jetzt auf dem Bild sehen. Und da kann man wahrscheinlich wieder mal sagen, Hut ab vor Crytek. Die haben da ordentlich was gerissen und zeigen, was wahrscheinlich ohne Probleme auf der Next-Gen-Konsole möglich ist. Und da wird noch sehr, 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 sehr viel Luft nach oben sein, das verspreche ich euch. Und genau das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir sollen uns zu unserem Kaiser durchkämpfen und ihm dementsprechend in Schutz nehmen, wie er es uns gerade vom Balkon heruntergeschrien hat. Rise, Son of Rome. Ich hoffe mal, dass die Parts nicht ab 18 sein werden, denn Blut spritzt ein bisschen viel in diesem Spiel. Selbiges gilt für Gliedmaßen. So. Vorher muss ich auch nochmal ganz kurz was nachgucken, und zwar Einstellungen. Hier, wo ist es denn? Untertitel an, Musiklautstärke. Nochmal 6. Geräuschelautstärke. Ebenfalls 6. Und Dialoglautstärke lasse ich mal bei 9. Einfach wegen der Sicherheit. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. So, drücke A, um den Angriff abzuwehren. Zack. Drücke Y, um den Gegner wegzustoßen. Super. Und drücke X für einen Angriff mit dem Schwert. So, jetzt kann ich mit dem Steuerkreuz den Finisher auswählen. Ja, und dann drücken wir RT, um den Gegner halt hinzurichten. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ja, Gesundheit regeneriert hat ja die Hinrichtung. Können wir direkt hier mal weitermachen. Oh. Das war jetzt schlecht von mir. Und zack. Ja, läuft. Runtergestoßen. Mal die anderen Finisher auswählen.
Jups. Und wieder einmal runterstoßen. Schön gemacht. Bonus-EP gefarmt. So muss das sein. Weiter geht's. Zwei Gegner sind hier noch. So. Und pam! Einmal mit dem Schild ins Gesicht. Und dann niedergestreckt auf den Boden. Ja, komm schon. Hält aber ordentlich was aus. Und nochmal ein Tritt ins Nichts. Den finden wir so schnell nicht mehr wieder. Hier schnell hochhüpfen. Und mal gucken, was sehen wir da. So, wollen wir es mal machen? Hier werden jetzt schon so Leitern hoch. Ja, geschmissen. Man muss nicht immer finishen. Abgesehen davon, dass es aber elendig geil aussieht und es extrem viele Finisher gibt, ist der Vorteil, dass man dann halt diesen Bonus bekommt. Bonus EP, Bonus Erfahrung, was man möchte. So. Und läuft. Schönes Ding. Oh. Oh, jetzt hat er Bock. Komm, so, jetzt hier wieder mal ganz ordentlich zustechen. So, das werde ich hier jetzt mal runterstoßen. Auch runterstoßen, die blöden Leiterdinger. So. Ups. Und zack. Oh mein Gott, jetzt weiß ich, warum ist denn gerade eigentlich die Kamera so super kacke? Also sonst ist jemand tick besser. Naja gut, wir sind ja jetzt erstmal gut bedient. Wir schauen mal, was hier vorne gerade abgeht. Hinten absichern. Oh, oh mein Gott. Ja, da hat sie jetzt natürlich ein bisschen doller erwischt. Aber hey, was will man machen? So. Und Finisher. Komm schon, wieder. Einfach rein da. Auch die Gesichtsausdrücke haben die so stark gemacht. Also sehr starke Motion Captured. Und die muss halt mal so finishen, wie das halt, ne, um die Gegner herum, sage ich mal, erscheint. Oh, halte LB gedrückt oder benutze die Sprachsteuerung, um deine Römer zu befehligen. Da Kinect gerade bei mir nicht angeschlossen ist, sage ich es trotzdem. Salve abfeuern, liebe Freunde. Und zack, da fliegen die Pfeile. Jetzt sehen wir nochmal eine Kamerafahrt, wie hier gerade mehr oder weniger in Rom alles zugrunde geht. Ein paar Leitern werden wieder aufgestellt und hier kommen schon gleich die nächsten Gegner angelaufen. Wir gehen jetzt erstmal mit einem Kommandanten. Wir verfügen über drei Hilfseinheiten. Skorpios, Bogenschützen und Katapulte. Okay, also ist unsere Aufgabe, die Verteidigung zu organisieren. Das wollen wir doch natürlich machen. Linie bilden. Ja, sollen die mal machen. Und ich werde hier jetzt, ja, mehr oder weniger schießen. Und zack. Soll ich jetzt einfach auf die schießen? Ja, was soll ich genau machen? Ich weiß es nicht. So. Oh, da kommen welche hoch. Zack. Salve abfeuern natürlich. Oh, man, dieses scheiß Auto-Hit-Detection oder wie der Shit heißt auf der Konsole. Ich kann das ja gar nicht ab. Aber ist es im Normalfall wirklich hilfreich, das ist klar. Wieder eine Salve abfeuern, komm schon. Zack. So. Und wieder eine Salve abfeuern, komm schon, Jungs. Oh mein Gott, ich drück's immer nicht zu Ende. Ich bin aber auch ein Vogel. Jetzt aber. Schön, das war super gemacht, keine Frage.
Da oben. Zack. Und da auch nochmal rauf, auch wenn es eh gleich explodiert. Damit haben wir sie beseitigt. So muss das sein. Und oben. Die explodieren jetzt auch nochmal weg. Sehr schön. Und da oben auch. Und alle drei wieder die Salven abfeuern. Okay. Katapulte feuern. Und jetzt kommen sie von ganz hinten angeflogen. Pam. Tam, 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 tam. Sehr geil. Und es sieht einfach so elendig geil aus. Mann, 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 Mann. Das muss man im Spiel lassen. Zu gefallen weiß es. Auch die Gesichtsausdrücke, sowohl wenn man in die Gegner hineinsticht oder irgendwas mit unserem Charakter ist, das hat was. Nur eine Handvoll hat es in den Palast geschafft. Ja, wir könnten uns jetzt verbessern mit der Ehre von uns, aber ich habe keinen Plan, wie das gehen soll. Ach, hier. Ah. Also wäre jetzt unfair, wenn ich das mache, weil wie gesagt, Kollege hat das neben mir, ich habe es ungefähr eine halbe Stunde gespielt, der hat ein bisschen weiter gespielt und dementsprechend habe ich auch schon die anderen Finisher, aber das ist in dem Spiel nicht von Relevanz. Also ich weiß storytechnisch nichts, ich habe nur das erste Kapitel gespielt und das war's. Was ist denn nun los? Nicht wegen der Barbaren, sondern wegen ihm. Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher. Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meine Gemächer? Nein, nein. Die Gruft. Hier lang. Los, jetzt. Gut, ich folge ihn jetzt einfach mal. Upsala. Wir können uns mal angucken. So sehen wir aus von Dichten. Oh, da ist jemand drin. Dann wollen wir nochmal kämpfen, würde ich sagen. Ja, da unten sind sie doch schon. So, jetzt muss hier aber alles perfekt laufen. EP zur Hinrichtung. Ja, das hätte ich jetzt wahrscheinlich erst bekommen. Genau. So. Und. Pam! Das sind natürlich dann die bösen Finisher, wenn denn die Gliedmaßen entfernt werden, sage ich mal. So. Kann man mal machen, kann man mal machen. Sehr schön ausgewichen. Stark gemacht. So, du kriegst jetzt auch noch einen Finisher reingedrückt. Ah. So, aber jetzt hier vom Timing in allem bin ich schon gut dabei. Wie gesagt, wenn man es vorher halt ein klein wenig angespielt hat, geht das. Ansonsten kassiert man hier häufiger schon ordentlich Damage. Einfach, weil es eben nicht so einfach ist. Aber es ist natürlich mal alles Übungssache. Das ist, denke ich mal, ganz klar. Oh, der ist mittlerweile auch schon wieder ein Finisher. Und selbst an der Anreihung an Finishern, die ich hier lege, um natürlich... oh, eine Rekrutenkette. Oh Gott. Jetzt sollte ich wieder auf Gesundheit gehen. So, ne? Weil man kommt ja andersweitig keine Gesundheit. Du bekommst wirklich nur dann Gesundheit, wenn du es halt ausgewählt hast. Nichts Auto-Healing, gar nichts. Es gibt nicht mal Heiltränke. Deswegen im besten Fall immer zusehen, dass man hier... Oh, da wehrt er sich nochmal gut gegen. Alles schnellstmöglich ausschaltet, ohne Probleme. So, komm. Hier kriegst du mal hier einen Stoß. Und wieder rauf auf den Lachs. Es ist einfach richtig, richtig geil. Es macht elendig Spaß. Guckt euch das an. Alter, Arm ab, Bein ab und runter mit dem Typen. Absolut böse. Laufen wir mal weiter. EP-Bonus. Sehr schön. Oh, jetzt kommt ein erster, deutlich stärkerer Gegner. Der kesselt uns ja auch mit Feuer ein. Unsere Kollegen fackeln ab, mehr oder weniger.
Und da muss ich aufpassen, dass ich hier gut genug drauf bleibe, denn der macht extrem viel Schaden. Ich muss einfach nur sehen, dass ich ihn mehr oder weniger jedes Mal perfekt ausweichen kann. Komm schon. Ah, der hält einiges aus, der Assi-Kopf. So. Ja, schön. Und jetzt finishen. Läuft doch. Der Typ hat uns keinen Schaden gemacht. Richtig geil. Das gibt schöne EP-Bonus-Punkte, sage ich mal. Nun schauen wir mal, wie es weitergeht. Schnell. Komm schon. Komm schon. Schnell. Damokles ist von den Toten auferstanden, wahrhaftig! Damokles. Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Mein Vater. Wir sind in Sicherheit. Ich glaube, wir sind hier sicher. Nun, ich bete zu den Göttern, dass wir das sind. Oh, wir sind hier sicher, mein Kaiser. So sicher, wie es geht. Sicher, ja, sicher. Aber du, in welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte jedoch schon.